Du möchtest mit deiner Siebträgermaschine eine große Tasse Kaffee zubereiten, aber weißt nicht genau, ob ein Americano, ein Kaffee-Creme oder ein Lungo das Richtige für dich ist? In diesem Video erkläre ich dir die Unterschiede. Viel Spaß dabei! Alle drei Getränke basieren auf einem Espresso. Die genaue Zubereitung und die Ergebnisse unterscheiden sich aber deutlich. Im Folgenden möchte ich dir daher einen kurzen Überblick über Americano, Kaffee-Creme und Lungo geben und dir die Unterschiede erklären. Beginnen wir mit dem Americano. Für einen Kaffee Americano beziehst du einen ganz normalen doppelten Espresso in eine große Tasse mit einer Größe von ungefähr 120 ml. Ich würde mich dafür am Standardbrühverhältnis von 1 zu 2 orientieren. Aus 18 Gramm Kaffeemehl beziehst du in 25 bis 30 Sekunden, also ca. 36 Gramm Espresso. Danach füllst du die Tasse dann mit heißem Wasser auf. Bei der genauen Wassermenge kannst du nach deinem persönlichen Geschmack etwas experimentieren. Übrigens kannst du auch erst das heiße Wasser in die Tasse füllen und darauf dann den Espresso beziehen. So bleibt mehr von der Crema erhalten. Ein Americano ist also ein auf eine große Tasse verlängerter, korrekt bezogener Espresso. Er schmeckt daher weniger intensiv, vom grundsätzlichen Geschmack aber immer noch gleich wie ein normaler Espresso. Wenn du ganz genau wissen möchtest, wie du einen Americano zubereiten kannst, schau dir sehr gerne mein ausführliches Video dazu an. Auch ein Kaffee-Creme ist eine große Tasse Kaffee mit ca. 120 ml. Hierfür wird aber der Mahlgrad gröber gewählt, sodass im Gegensatz zum Americano die komplette Wassermenge durch das Kaffeebett im Siebträger läuft und du nicht hinterher mit Wasser verdünnen musst. Wichtig dabei ist, dass das Ganze in der gleichen Bezugszeit wie bei einem Espresso, also ca. 25 bis 30 Sekunden, passiert. Sonst kann der Kaffee-Creme schnell bitter werden. Das erreichst du, wie bereits erwähnt, durch einen gröberen Mahlgrad. Ich verlinke dir oben meine genaue Anleitung zum Kaffee-Creme. In diesem Video erkläre ich dir drei verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Kaffee-Creme zubereiten kannst. Einmal auf Basis eines einfachen Espressos, dann auf Basis eines doppelten und dann zeige ich dir noch eine Methode, bei der du den Mahlgrad nicht verstellen musst. Für einen Kaffee-Creme würde ich dir übrigens auch empfehlen, mal eine spezielle Kaffee-Creme-Röstung oder eine hellere Espresso-Röstung mit eher wenig robuster Anteil zu probieren. Sowohl beim Kaffee-Creme als auch beim Americano entsteht also eine große Tasse Kaffee von ca. 120 ml oder, weil man beim Kaffeemachen ja besser in Gramm misst, ca. 90 bis 110 Gramm. Im Gegensatz dazu ist der Lungo etwas näher an einem Espresso. Ein Lungo machst du nämlich genau wie einen Espresso, nur dass du ungefähr die doppelte Menge Wasser verwendest. Wenn du bei einem einfachen Espresso am Ende also ca. 16 bis 20 Gramm in der Tasse haben würdest, hast du bei einem einfachen Lungo mit der doppelten Wassermenge wie beim Espresso also ungefähr 32 bis 40 Gramm in der Tasse. Das entspricht einem Brühverhältnis von 1 zu 4. Bei einem Lungo auf Basis eines doppelten Espressos hättest du am Ende also ca. 64 bis 80 Gramm in der Tasse. Ein Lungo ist also ein viel kleineres Getränk als ein Kaffee-Creme oder ein Americano. Jetzt möchte ich dir noch kurz erklären, wie genau du einen Lungo zubereitest. Ich zeige dir dafür die Variante auf Basis eines einfachen Espressos. Du mahlst ca. 8 bis 10 Gramm, also die Menge für einen einfachen Espresso, in dein Einersieb. Den Mahlgrad lässt du zunächst gleich wie bei einem Espresso. Nachdem du normal getemmt hast, spannst du den Siebträger ein und startest die Pumpe. Nun lässt du die doppelte Menge Wasser durchlaufen, das Zielgewicht ist also ca. 32 bis 40 Gramm. Da du den Mahlgrad ja nicht verändert hast, dauert das nun länger wie bei einem normalen Espresso-Bezug. Ca. 40 bis 50 Sekunden sind ein ganz guter Richtwert. Manchmal bezieht man den Lungo aber auch fast 60 Sekunden. Der Lungo schmeckt aufgrund der größeren Wassermenge milder als ein Espresso, kann aber leicht ins Bittere tendieren, da die Kontaktzeit mit dem Wasser ja länger ist. Wenn dir der Lungo auf diese Weise zu bitter wird, kannst du versuchen, den Mahlgrad, ähnlich wie bei einem Kaffee-Creme, einen Tick gröber zu stellen, damit du die gewünschte Menge etwas schneller erreichst und das Wasser so etwas weniger lang mit dem Kaffeemehl in Kontakt kommt.
Alternativ kannst du auch mal eine etwas hellere Röstung ausprobieren. Bei helleren Röstungen dominieren von Natur aus weniger die Bitternoten, sondern eher fruchtige Aromen. Das finde ich für einen Lungo sehr angenehm. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen guten Überblick über die Möglichkeiten geben konnte, wie du mit deiner Siebträgermaschine eine große Tasse Kaffee zubereiten kannst und dass dir die Unterschiede zwischen einem Americano, Kaffee Creme und einem Lungo etwas klarer geworden sind. Falls du Fragen dazu hast, schreib sie mir sehr gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du dieses Video hilfreich fandest, lasse mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.